Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire at War mit dem Grundspiel und der Imperiumskampagne. Nach der Rebellenkampagne machen wir jetzt das Imperium und wir müssen hier nach Geonosis kommen oder nach Geonosis, wie Tarkin es glaube ich genannt hat, weil wir da den Todesstern bauen wollen. Allerdings haben wir hier eine Menge anderer Sachen. Wir spielen auf schwer. Deswegen ist mir das ein bisschen zu risky. Ich frage mich gerade so ein bisschen meine Flotte. Okay, das ist meine Flotte. Okay. Bei Abrigado Ram ein paar Schiffe bauen. Bei Fondor ein paar Schiffe bauen. Großartig viele Schiffe können wir ja noch gar nicht bauen. Deswegen, wo ist Vader? Da, bei Ilum. Und wir gucken mal hier bei Bestien nochmal. Ich glaube, da waren Gegner, aber... Ah ja, okay. Oh mein Gott, der Boden ist voll mit Gegnern. Solust geht noch, aber Bestien ist gemein. Den Kreuzer nochmal mitnehmen. Und hier am Boden einfach hier AT-STs. Hier Mauler. Hier Sturmtruppen, damit wir da in irgendeiner Art und Weise bei Bestien weiterkommen können. Die Bodenschlachten sind echt, echt schwierig. Aber jetzt erstmal gucken, hier werden wir durchkommen. Es wird zwar lange dauern, weil es auf schwer steht, aber... Hier vier greift man hier an. Ich überlege, ob wir überhaupt so viele Tartans mitnehmen müssen. Mal hier auf den Schildgenerator. Ihr Thais. Oder macht hier den Angriff bitte. Und ihr vier greift hier drüben an. Das sind schon eine Menge hier. Ihr dürft hier drauf. Aber guck mal. Das wird schon schön angegriffen. Und ihr wartet. Nein, Hangar. Greift den Hangar an. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt auf den Hangar. Ich glaube, das geht alles auf den Schildgenerator. Ja, weil der Hangar spawnt halt auch immer noch die größeren Schiffe hier. Na kommt, geht mal hier drauf. Der hat schon keine Schilde mehr. Wo ist Vader? Nicht, dass der hier Quatsch macht. Die Tartans arbeiten hier aber auch ganz gut. Jawohl, das ist weg. Da kommt nichts mehr raus. Nehmt hier den Proton-Torpedowerfer. Volle Feuerkraft bitte. Torpedowerfer ist weg. Jetzt die Turbolaser-Batterien. Ihr greift die hier hoffentlich an. Vader auch hier drüben. Nehmt den Schildgenerator weg. Sehr schön. Warum? Na egal. Ihr vier geht hier mal auf das IPV. Wunderschön. Die Bomber dürfen jetzt hier mal den Erschütterungsraketenwerfer nehmen. Der ist noch nervig. Jawohl, das Ding ist weg. Hier drüben drauf. Dass die hier immer wieder umdrehen, das nervt. Ihr nervt gerade, aber hier wird nicht mehr so viel passieren. Weder Vader noch der Kommandant hier wird sterben, denke ich. Der kann sich nicht mehr bewegen, wunderbar. Turbolaser-Batterie. Lasergeschütz. Es sind noch Turbolaser. Angriff. Komm schon. Angriff. Irgendwas umgefallen, ist egal. Das haben wir geschafft. Alle Einheiten von Kurulak mit nach Bestien nehmen. Das müssten theoretisch genügend Einheiten sein, aber halt theoretisch. Ne? Wir haben 10 AT-STs, das heißt, wir sollten auch viele AT-STs mitnehmen. AT-ST, AT-ST. Wir müssen jetzt hier rüberkommen. Ist natürlich nervig, wenn man dann nur so wenig Einheiten hier reinholen kann. Müssen wir hier lang, dass wir Vader noch kriegen. Den brauchen wir auf jeden Fall auch. Bereit. Kommt mit hier hin. Bereit. Wir rücken vor. Perfekt. Ja, Sir. Perfekt. Roger. Hier machen wir einmal Reparatur, einmal Bactertank. Melde mich wie befohlen. Sturmtrupp hier schon mal weiter. Sehr schön. Vader. AT-ST. AT-ST. Roger, oh. In Ordnung, Männer. Angriff. Lord Vader ist gelandet. Lord Vader ist gelandet, sehr schön. Information. Na, kommt. Immer bereit, Sir. Sehr schön. Vader.
Er ist hier quasi wie Boba Fett im Weltall. Man muss nur einmal in die Mitte und macht einmal... Boom, sind alle tot. Euer Mangel an Glauben ist beklagenswert. Das ist hier echt sehr, sehr nice. Okay, greifen wir alle hier an. Wenn ich alle Einheiten zusammennehme, wird das schon nicht so schwierig werden. Wir können jetzt auch bombardieren, perfekt. Denn ein paar Gebäude haben die auf jeden Fall. Hier, kommt aus der Deckung raus, damit wir ein bisschen schneller sind. Oh mein Gott. Bombardierung hier drauf. Das ist mir zu viel und da können wir durch die Bombardierung auch zu viel einfach dazu kriegen. Boom. Kommt weiter. Greift hier an. Und wir nehmen mal einen Mauler mit. Bei Vader eigentlich schon ganz gut. Oh, interessant. Dann müssen wir mal hier lang. Nur gucken, dass wir den... Ja, sehr gut. Den Anti-Infanterieturm vernichten, bevor irgendwas passiert. Oh mein Gott, ey. Vader hier lang. Sonst, ah, okay, die gehen alle da lang, dann schnell, sonst seid ihr alle vernichtet. Perfekt, das vernichten. Die haben aber auch einfach viel zu viele Einheiten. Viel zu viele Einheiten. Kommt, vernichten. Vernichten. Jawohl, Bestien gehört uns. Meine Güte, waren das viele Einheiten. Vader wieder nach oben. Und auf nach Solus. So viel haben die ja hier nicht. Das ist Stufe 2. Das ist nervig. Aber wenn die maximal Jägerabwehr hier haben, dürfte das nicht so schwierig sein. Ihr kommt mal zurück. Ihr oh mein Gott, Vader. Hau ab, Vader. Ich habe keine Lust, dass Vader jetzt hier im Weltall stirbt. Vernichtet die Dinger. Wir dürften keine Chance gegen euch haben. Problem ist, dass so jetzt auch unsere Bomber halt vernichtet werden. Was nervig ist. Vernichtet. Brauchen wir die Tartans vielleicht schon eher. Komm, geh auf den Z95. Hier auf den Hangar, sonst kommen da immer mehr Einheiten raus. Und ihr dürft die Jäger wegnehmen. Viele Bomber, wir haben nur noch 2 Bomber. Das ist mies. Ist Vader hier schon gut mit bei. Und Y-Wings sehe ich bisher noch nicht, von daher greift mal hier an. Nein, vor allem den Hangar hier vernichten. Aber schießt einfach schon mal drauf. Bitte. Tartans helfen hier gegen den Y-Wing. Das ist gefährlich. Bomber mit auf den Hangar da drüben. Okay, geht mal hier auf die koreanische Korvette. Nehmen wir Flügelmänner zurück. Oh, da ist ein neuer rausgekommen, das gibt's ja nicht. Okay, Vader. Abhauen. Das ist mir zu gefährlich. Hier, greift da mal an. Oh mein Gott! Das ist nicht so gut. Habt ihr jetzt den Hangar da endlich mal vernichtet? Proton-Torpedowerfer. Oh, das ist unschön. Ich weiß nicht so genau, was da gerade den so fertig macht. Aber irgendwas scheint es ja zu machen. Vader, du darfst hier wieder rein. Ihr alle geht mal da auf den... Nein! Unser Kommandant ist weg. Hat uns so gute Dienste geleistet. Halt. Einen neuen Akklamator hier rein. Der darf hier sich um den kümmern. Komm schon. Vernichte den jetzt. Ich glaube wirklich, das waren die 1090 Korvetten, die uns hier so vernichtet haben. Aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht war es auch die Stufe 2 Raumstation. Wir können noch einen reinholen, weil die Tartans hier vernichtet werden. Das ist gut. Volle Feuerkraft. Ah, der jetzt auch, das natürlich. Naja. Aber egal, alles hier auf die Lasergeschütze nicht unbedingt. Turbolaser ist besser, ist wichtiger. Schildgenerator. Oh Gott. Vernichtet den. Der nächste Tartan ist Schrott. Aber Tartans interessieren mich jetzt auch nicht so wirklich. Ah, da ist der Y-Wing. Komm schon. Vernichten.
Jawohl, nur noch ein X-Wing. Meine Güte. Der eine X-Wing gegen 5 TIE-Staffeln. Interessant. Eine Menge verloren, aber... Nehmen wir die alle mit und gucken, dass wir hier ein paar von denen bauen. Und Vader kommt auf den Boden. Hier kriegen die T2B-Panzer raus. Hier Plex-Soldaten und Rebellensoldaten. Da kriegen die, glaube ich, für die Schlacht nichts raus. Das ist gut. Aber 5 verschiedene Einheiten. Gebe Koordinaten ein. Schon unterwegs. Nehmen wir den Kommandanten mit. Oh mein Gott, wir können nur diese 5 Einheiten nehmen. Vader, komm mal hier lang. Verteidigungsstellung, die sie in ihre Löcher zurücktreibt. Bestätigt. Konzentriere die Feuerkraft. Was ist? Anti-Fahrzeug? Angriff. Erwarte Befehle. Gegner gesichtet. Der ist einfach. Ich dachte, wir hätten ihn vernichtet. Nein, der ist abgehauen. Ah, mies. Jetzt aber. Und du greifst da weiter an. Ey, du kannst die Macht nutzen. Hör doch mal auf hier. Wie lange braucht ihr, um so ein blödes, kleines Gebäude da zu vernichten? Hier lang. Das Schöne ist, wir können gleich bombardieren. Die ist weggeschnetzelt. Anstatt jetzt da so viel zu schnetzeln, ich hoffe mal, das sind Einheiten, die wir auch wirklich vernichten können. Ihr alle kommt mit hier lang. Natürlich wäre ein Bacta-Tank nice. Da kommen viele Einheiten. Vielleicht sind da... Ist da ein Gebäude oder zwei? Ja, Sir. Dann los. Ihr müsst jetzt gleich mal Vader unterstützen hier. Ja, wir können jetzt bombardieren, das ist super. Ich hoffe, dass hier ein Gebäude ist. Kein Gebäude, wow. Okay, dann kann ich da gleich einen Bacta-Tank hinholen. Wo sind die Plex-Trooper? Mach mal da euer maximales Wirkungsfeuer. Der hält sich selber, okay. Überzeit hält er sich selber. Ja, und unser Kommandant hier, unser Feldkommandant ist Schrott. Interessant. Mach mal AT-STs hier hin, um gegen die vorankommen zu können. Ja, alle auf den Linken hier. Irgendwie müssen wir doch hier durchkommen. Erwarte Befehle. Ihr habt was gefunden? Es sind zu viele T2Bs hier. Da müssen welche nicht nur aus der Dings sein. Okay, Vader, komm weiter. Du musst hier gucken, dass der noch nicht die Fahrzeuge anvisieren kann. Ihr kommt ein Stück zurück. Hä? Die sind ja frech. Gut. Wollte gerade sagen, das ist aber... Ja, Häresie. Einfach auf dem Punkt was zu bauen. Uh-oh. Vernichtet das. Du hebst den da bitte hoch. Sehr gut. Weiter angreifen. Vader, weiter. Der rennt jetzt einfach mal ein Stück und wir gucken, dass wir irgendwas hier bombardiert bekommen. Damit die nicht die ganze Zeit Einheiten nachspawnen. Jawohl, genau so sieht das aus. Die Mine ist mir egal, die Baracken sind mir auch erstmal egal. Wichtig ist, dass hier keine Panzer nachkommen. Dann darfst du hier auf die Baracken gehen. Ihr geht dahin. Dann weiter vorrücken. Schön, die sind alle vernichtet. Angriff hier auf den Panzer. Die kommen definitiv nicht wieder. Ihr setzt euch mal in Deckung. Ja, der Antifahrzeugturm ist nervig, aber jetzt kein Beinbruch. Vader, da hat alle... Oh mein Gott, kommt schon. Ihr müsst Vader hier unterstützen. Gebe Koordinaten ein. Gebe Deckungsfeuer. Erwarte Befehle. Kommen dann auch keine Einheit mehr raus. Sehr gut. Gegner entdeckt. Das heißt, ihr dürft mal hier drauf gehen. Ah, ja, ich lasse dich nicht im Stich, keine Sorge. Die kannst du einfach mit der Macht vernichten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh Gott, nimm dir die noch vor. Ihr geht mal da oben hin, holt einen Bacta-Tank bitte. Meine Güte, wie viele Einheiten habt ihr denn hier noch? Ich finde, langsam reicht's. Habe verstanden.
Einheit zerstört. Faktortank. Euer Mangel an Glauben ist beklagenswert. Bedeutet aber auch, dass ich hier Mauler hinholen kann. Was ist? Kommt, vernichtet das hier. Konstruktion abgeschlossen. Befehl bestätigt. Okay, die Mauler werden auch einfach sterben, wenn der da weiterhin besteht. Aber solange der noch abgelenkt ist, kann man vielleicht gucken. Einheit zerstört. Ich hab sie im Visier. Ja, keine Chance. Die sind einfach vernichtet. Kommen da Einheiten raus? Ja, da kamen Leute raus. Nochmal Sturmtruppen hier hinholen, nicht, dass sie das einnehmen. Dann hätten wir ein Problem. Jawohl, Commander. Ich bin dein Schicksal. Der ist vernichtet, perfekt. Dann wird hier noch diese Infiltrator-Akademie sein. Ihr setzt euch mal in Deckung, hoffentlich. Das ist wirklich, wirklich uncool. Ne, da hat hier schon Probleme. Greift hier mal den Faktortank an. Und dann die Einheiten, die da rausgekommen sind. Verstärkungsposition umkehrt. Oh mein Gott, wir haben gesiegt. Teuer? Teuer, aber wir haben immerhin gewonnen. Tartans kosten jetzt 20% weniger. Interessant. Sehr interessant. Was ist das? Ah, kann man schneller produzieren, nehme ich an. Ausbildung, Konstruktion abgeschlossen. Die bauen wir schon. Anwerbung läuft. Und hier weiter Mauler bauen. Hier weiter das bauen. Und jetzt mal bei Bespin gucken. Und bei Eriadu. Und hier bei Illum weiter Prop Droids holen. Eriadu hat eine 34er Flotte. Bespin hat sogar einen Kommandanten mit einer 17er Flotte. Das dürfte spannend werden, nach Bespin zu kommen. Aber Bespin dürfte uns Credits bringen. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Vielleicht bedeutet das auch, dass man mehr Credits kriegt. Ich weiß es nicht. Es ist eine 17er Flotte gegen eine 39er Flotte. Da dürfte unsere Flotte ja hoffentlich siegen. Aber schauen wir mal. Lasst mich nicht im Stich. Oh, wir müssen hier durch so einen Nebel fliegen. Zeigen an, dass eine feindliche Präsenz den Planeten umkreist. Das ist extrem nervig, aber naja. Alle Truppen, die sich dem Imperium widersetzen. Vader hier lang. Geh jetzt alle mal auf den... Hallo. Pause. Erwarte Befehl. Hier vier. Na, nicht auf den Hangar, den Schildgenerator. Das war beim letzten Mal schon extrem schwierig. Ich sehe deren Flotte nur noch nicht, ist das Problem. Also... Den dürften wir jetzt hier hoffentlich gleich vernichtet kriegen. Ihr geht auf den X-Wing. Okay, ihr geht auf den X-Wing. Und dann nehmt ihr da den. Vielleicht sind all deren Einheiten auch nur die Jäger, die hier rumfliegen. Das kann auch sein. Angriff hier drüben. Machen die Bomber jetzt hier den Schildgenerator bitte platt. Jawohl, auf den Hangar gehen, schnell. Nehmt den Hangar, dass da nichts mehr rauskommt. Wo ist Vader? Vader ist hier nicht gerade so perfekt. Ihr dürft mal hier den angreifen. Könnt ihr jetzt mal den Hangar vernichten? Ihr macht zu viel konzentriertes Feuer da drauf. Oh mein Gott, das sind alles Bodeneinheiten hier. Oh, und Vader stirbt. Vader, mach mal hier neue Flügelmänner bitte und hau ab. Ich hab keinen Bock drauf, so lange zu warten. Dann auf die Turbolaserbatterie. Perfekt. Hier geht alle zusammen hier auf den. Mal euer volles Feuer, konzentrierte Feuerkraft. Ah, jetzt haben wir keinen Tartan mehr. Okay, wir hatten nur diese Tartans. Ja, müssen wir neu in die Flotte packen. Lasergeschützbatterie ist jetzt nicht so das Wichtigste, aber... Ich bin dein Schicksal. Vader sieht wirklich nicht gut aus, aber ich hoffe, dass durch seine neuen Flügelmänner das ein bisschen besser wird. Jetzt vernichtet den da zusammen, meine Güte. 3 gegen 1, müsste doch hier mal klappen. Dankeschön. Den nächsten... Oh, der hat fast nichts mehr, das ist gut. Wenn er nichts mehr hat. Erschütterungsraketenwerfer hier vernichten. Und dann muss das hier mal klappen jetzt.
unsere Akklimatorflotte, die hier schön drauf schießt. Ups, ich wollte den Akklimator sehen, nicht die TIE-Jäger. Das ist auf jeden Fall zwar mächtig, aber dadurch, dass wir das auch schwer haben, leider nicht mächtig genug hier. Dass das vernünftig laufen würde. Nehmt euch den hier vor, die sollten theoretisch einfach fliehen, aber macht die KI nicht, ist sie zu dumm für. Von daher nehme ich alles. Angriff. Effekt hier drüben. Komm schon, es sind nur noch zwei. Vader darf die vernichten. Jawohl. Hä? Du sollst ihn nicht eskortieren, du sollst ihn weghauen. Danke. Infanterie, Feldkommander und 4 T2B-Panzer. Oh mein Gott, da gibt's nichts am Boden bei Bespin. Das ist nett. Das ist sehr nett. Lass uns mal bei Dagobah, Naboo und Vergesser-Asteroiden möchte ich noch dann mal einmal vorbeischauen. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird hergestellt. Einheit wird hergestellt. Du darfst hier lang. Dagobah ist ebenfalls feindlich, aber am Boden entweder unbekannt oder es ist einfach nichts los. Konstruktion abgeschlossen. Naboo spionieren bitte. Noch ein Tarzan? Ein Tartan hier rüber. Du bist hier für die Flotte zuständig. Ja, Naboo hat quasi keine Flotte. Dagobah hat nur eine Flotte von 11. Perfekt. Ich würde sagen, diese Folge schaffen wir auf jeden Fall nah ranzukommen. In der nächsten Folge dürfen wir dann Geonosis schaffen. Ich denke, da spricht nichts dagegen. Einmal hier rüber. Und dann Dagobah uns nehmen. Ich hoffe jetzt mit dem Raumkommandanten, dass es da einfacher wird, die Gegner zu besiegen. Aber müssen wir mal schauen, ob das wirklich so ist. Eine feindliche Präsenz den Planeten umkreist. Vernichtet alle Truppen, die sich dem Imperium widersetzen. Wir haben 5 Bomber? Haben wir 5 Akklimator? Oh, das ist nice. Das ist extrem nice. Vader darf mal hier drauf gehen. Und die 5 hier drauf. Kommt, ihr kommt da schon durch. Ihr schafft das schon. Ihr werdet schon irgendwie da durchkommen. Zumindest ein paar von euch. Kommt schon. Oh mein Gott, jetzt sind es nur noch 4 und die sind nicht mehr in gutem Zustand. Vielleicht sind das ein paar viele koreanische Korvetten. Aber den Schildgenerator wegzuhaben, das wäre schon schön. Aber das sieht mir nicht danach aus, als ob... Na, so, die erste Salve war 56%. Hier geht mal hier drauf. Oh, 27%. Ein Anlauf noch. Ein Anlauf noch, dann haben wir's. Und Moment, ihr habt doch auch Proton-Torpedowerfer. Wenn wir da jetzt das schaffen könnten, das wäre schon nice. Ah, perfekt. Jetzt auf den Hangar zusammen. Alle, die wir haben, auf den Hangar. Hier macht mal maximales Feuer hier auf alle Jäger. Damit sind die Feinde sehr, sehr schnell weg. Oh mein Gott, ihr alle auf den hier, aber die Tartans. Du nimmst hier den X-Wing hier unten. Und ihr drei auf den Hangar hier. Oh, ist das nervig. Die Dinger sind aber auch einfach nervig, ne? Oh mein Gott, der ist immer noch nicht vernichtet. Vernichtet den jetzt und jetzt hier drauf. Wir haben noch 4 Stück von denen hier. Die dürfen Vader auf gar keinen Fall vernichten, aber es ist nur noch einer. Okay, nein. 2. Du und du, perfekt. Turbolaserbatterie. Ah, Lasergeschütze sind mir erstmal egal. Maximale Feuerkraft. Jawohl, mit 5 Akklimatoren läuft es so viel besser als mit nur 4. Alle Einheiten auf den Bomber. Ein einzelner Bomber wird nichts mehr machen hier. Jawohl. Aber die beiden Tartans haben wir verloren. Nicht so schön. Oh mein Gott, Bestien hat noch kein Dings. Mehr Tartans noch. Ein Akklimator. Und einmal bei Vergesser-Asteroiden wird auch feindlich sein, aber... die haben hier viele Einheiten. Das ist unschön. Und hier darf man nur 2 Einheiten reinholen. Oh mein Gott. Kannst du hier so... kann er immerhin. Wenn wir ihre Bodenstationen in der Gegend beseitigen, würde uns das bei der Vertreibung der Rebellen sehr helfen. Kümmert euch darum. Sehr schön. Oh mein Gott. Und ich sag noch, sehr schön, dass wir jetzt hier drüben sind.
Jawohl. Wie schnell sind die denn? Komm wieder hier rüber. ATSD, Sturmtruppen, Mauler, ATSD. Parplex-Trooper da drüben. Vernichten alles. Die können nicht mal zurückschießen gerade. Hätte mir Einheit mitnehmen sollen. Komm schon, hier rein. Hier rein und dann, boom. Perfekt. Nehmen wir hoch. Hier dahin. Jawohl, damit wenigstens ein bisschen hier. Meine Güte, du. Ja, helft ihr vielleicht dabei. Ey, die vernichten einfach alle meine ATSDs. Ja, du musst hier gegen die Plex-Trooper vorgehen, sonst haben wir da weiterhin ein großes Problem. Ah, okay. Time Mauler kümmern sich. Muss Vader nicht mal. Oh. Ihr Mauler. Hallo, ich will alle von euch auswählen. Fahrt hier rüber. Ihr sollt einfach drüber fahren. Alter. Deckung für meinen Anflug. Bombardement verfügbar. Kommt Leute hier entlang. Mir nach. Ich hätte gerne jetzt einen Reparaturturm irgendwo. Ich weiß aber auch nicht, ob die hier sitzen oder hier. Wahrscheinlich hier irgendwo. Nee, da kann ich überall hin. Wir folgen euch. Hier können wir aber auf jeden Fall einen Reparaturturm holen. Auch wenn Bacta-Tank auch nicht schlecht wäre, ist der Reparaturturm jetzt erstmal dringender für die ganzen Fahrzeuge, die hier Probleme haben. Konstruktion abgeschlossen. Wie der Imperator befiehlt. Und schon, reparier die alle. Was hat der für ein okay? Ich bin dein Schicksal. Die anderen ATSDs hier mit reparieren. Dann halten sie vielleicht ein bisschen länger aus. Ja. Ah, vielleicht haben die hier auch gar nicht so großartig produzierende Dingsbums. Da geht das Telefon. Und ich habe mich schon gewundert. Ich nehme Let's Play auf und es meldet sich keiner. Aber nein. Kurz vor Ende kommt dann. Oh mein Gott! Jawohl, Commander. Es gibt kein Entkommen. Was ist das, bitteschön? Warum seid ihr so viele? All meine Einheiten werden zerstört. Immerhin, aber längst nicht so viele, wie ich gerne gehabt hätte, die zerstört worden wären. Alle auf einen drauf. Alle auf einen, sonst zittert hier nichts. Da haben sie aber nochmal ordentlich hier zurückgehalten. Vernichten. Oh, sind das Plex Trooper? Sind keine Plex Trooper. Nein, ich will nicht alle. Ich will nur Vader darüber schicken. Und woher kommen die jetzt alle? Ja, nehmen wir nochmal Mauler. Wir müssen da jetzt rein und die beiden Gebäude vernichten, die die haben. Ach, guck mal. Die Bombardierung hat dann sogar vernichtet. Das ist nice. Was? Wie viele haben die noch hier? Vader, hau ab. Wir brauchen mehr ATSDs. Die alle kommt jetzt hier lang. Wie viele hatten die denn? Haben die das komplett hier voll gehabt oder was? Ja. Information. Hier bleiben. Melde mich, liebe Vader hat euch verlassen. Ihr habt hier keine Chance mehr. Einheit was ist hier los? Da sind sie. Setze Kurs. Ihr sollt hier überfahren. Zerstört. Oh, und der nächste ist Schrott. Das gibt's ja nicht. Ihr setzt zu viel voraus. Sie werden sich uns anschließen. Immerhin, Vader hat überlebt. Das ist schon mal etwas. Euer Mangel an Glauben ist beklagenswert. Irgendwo ein Bacta-Tank? Ist das möglich? Ich hätte gern einen Bacta-Tank für Vader. Wofür ist das hier gut, wenn man hier irgendwo einen Bacta-Tank holen kann? Woher haben die noch die ganzen? Warte, wartet eine Baracke. Oh, nee, das spawnen dann die ganze Zeit. Plex-Trooper raus. Das ist natürlich mehr als blöd. Ja, kommt, alle Einheiten rein da. Bleibt uns nichts anderes übrig. Geben Unterstützungsfeuer. Gebt euren Kurs ein. Erkunde das Gebiet. Macht euch bereit zum Sterben. Gegner. Einheit zerstört. Ja, Sir. Kommt schon. Selbstzerstörung. Greife Ziel an. Jawohl, immerhin. Selbstzerstörung hat hier einen vernichtet. Wie ihr wünscht. Woher kommt ihr überall? Halt, Vader. Kein Entkommen. Du gehst hier lang, dass wir da... Bereit. Ja, ne, wir machen hier die Bombardierung drauf, das geht schneller. Wir verlieren hier quasi alle ATSDs, das gibt's ja nicht. So, zurück. Angriff da drauf. Wir alle hier drauf. Komm schon. Immerhin, meine TIE-Bomber arbeiten hier ordentlich.
Bereit. Bringt mir aber trotzdem nichts hier bei den ganzen T2Bs. Erlebe die wahre Natur der dunklen. Vernichte den, dankeschön. Hier werden einfach alle meine Einheiten vernichtet. Warum habe ich noch doppelte Geschwindigkeit? Das will ich gar nicht. Erwarte Befehle. Gut schon. Hier lang. Schon unterwegs. Wieso sind hier schon wieder Einheiten? Echt Angst, dass Vader krepiert. Deswegen zurück, eskortiert euren Lord. Wie der Imperator befiehlt. Bagdad-Tank. Immer bereit zu. Der Gegner wurde besiegt. Oh mein Gott, endlich! Meine Güte, war das hart, ey. Aber Dagobah gehört uns. Immerhin. Und wir haben keine Knete mehr. Und das ist, glaube ich, ganz gut, guter Zeitpunkt, um hier zu sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.